Und somit sage ich Hallo an alle, vielen Dank, dass ihr habt zu einem weiteren Part zu Dragon Ball Z Budokai 3. Im letzten Part haben wir die Story mit Kid Gohan zu Ende gebracht und machen jetzt mit Teen Gohan weiter. Mal schauen, was uns alles mit dem Guten erwarten wird. Aber ich denke, mit Son Gohan werden wir auch Cell freischalten. Das haben wir nämlich mit Son Goku nicht gemacht. Okay. Da sind wir jetzt bei dem Teil, wo nämlich Freezer zur Erde noch einmal kommt, von Trunks auseinandergenommen wird und Son Goku etwas später erscheint, da er nämlich Trunks gespürt hat und wusste, dass dieser Freezer auseinandernehmen wird. Genau, so war es. Und er warnt uns, dass in 3 Jahren mächtige Cyborgs erscheinen werden. Okay. Dann dürfen wir zuerst mit Piccolo trainieren und haben jetzt nur noch endlich eine Kamehameha. Wenigstens etwas. Und da sind wir nun. Wir schauen uns aber zuerst etwas um, denn hier haben wir auch etwas. Wir können zu Hause vorbeischauen. Okay. Ich meine, Chi-Chi ist manchmal schon etwas weit neben der Spur. Aber sie meint es todernst. Stimmt, das war ja, wo Son Goku Chi-Chi den Klaps gegeben hat und sie weggeflogen ist. Mit Kung Fu, okay. Ja, geiler Kommentar von Piccolo. So, wir fliegen einfach mal quer drüber und schauen, ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Aber anscheinend nicht. Somit landen wir nun in den Ebenen. Und schauen, was uns dort erwartet. Gleich ein Kampf. Okay, dann zeigen wir es, Piccolo. Wir haben nämlich nach all den Jahren endlich mal gelernt, wie man eine Kamehameha benutzt. Okay. Das gefällt mir. Das eher weniger. Piccolo kann ja mit seinen Armen ziemlich weit angreifen. Aber hey, wir sind das Monster voller Potenzial. Und werden den Guten noch hoffentlich, nein, nicht nur hoffentlich, wir werden den ganz bestimmt besiegen. Okay, ich hätte mir jetzt gedacht, dass wir ihn wenigstens zurückschleudern können. Okay, schaffen wir das? Ja, locker. Das hat aber ziemlich lange gedauert gerade. Piccolo muss halt ein ziemlich nerviger Gegner sein, sollte man gegen ihn auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad kämpfen. Aber ja, ich werde den Schwierigkeitsgrad noch nicht hochschrauben. Ich werde es mir aber definitiv in Zukunft überlegen. So. Teen Gohan ist pure Stärke mit seinem Potenzial, deswegen gehen wir auch voll auf den Angriff. Und machen auch weiter. Son Gohan hat seinen Vater stolz gemacht. Okay, mit wem können wir noch trainieren? Unterwegs schauen wir, ob wir noch irgendwas mitnehmen können auf die Schnelle. Sehen wir etwas? Spüren wir etwas? Nö, tun wir nichts. Das heißt, wir machen jetzt mal wieder in den Ebenen weiter. Und gegen wen trainieren wir jetzt? Also gegen wen kämpfen wir jetzt? Ah, gegen Krillin.
Okay, dann können wir mit dem Sparring anfangen. Ja, sogar größer als du, mein Freund. Und mit einer Kamera schaut es gleich viel besser aus. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass da in den Dragon Rush geht oder in den komischen Modus da. Aber ich habe vergessen, dass er sein Potenzial genauso freigeschaltet hat. Komm, Krillin. Viel hast du aber nicht zu bieten, mein Freund. Ja, aber ein Headbutt mit der Glatze? Nicht schlecht. Ich finde es halt so geil, wie er mit seiner japanischen Stimme schreit, wenn man ihn wirklich fett erwischt. Und ja, von der Wand wurde der Gute auch besiegt. Warum auch nicht? So, noch einmal zwei Level. Ganz genau. Angriff und ein kleines bisschen Abwehr nehmen wir noch dazu. Und machen weiter. Was kommt jetzt als nächstes? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ah, okay, jetzt sind wir mittlerweile dort, wo Piccolo gegen C17 kämpft, schätze ich mal. Das geht ja ziemlich rasch voran. Okay, damit gehen wir in den Raum von Geist und Zeit. Okay, in einen Super Saiyajin konnte er sich noch nicht verwandeln, das hat er erst im Raum von Geist und Zeit gelernt. Interessant. Aber gut, dann haben wir halt jetzt den Super Saiyajin. Und ich sage dazu nicht nein. Was können wir noch dazu nehmen? Ja, ein bisschen mehr Angriffskraft. Dann nehmen wir noch das Potenzial dazu. Was haben wir bei der Meditation? Die Meditation und das Potenzial. Das Potenzial war halt in... Nein, die Meditation in Budokai 2 war halt so heftig und hat ihm wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Dann trainieren wir. Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, was da stand. Okay, das Leben nimmt ab. Okay, das können wir auch. Da sind wir gerade gut ausgewichen. Und Son Goku bekommt ordentlich aufs Maul. Und das war gerade heftig und knapp zugleich. Aber schön, damit hätten wir Son Goku im Raum von Geist und Zeit besiegt. Und der Raum von Geist und Zeit ist wirklich überall meine absolute Lieblingsstage. Ich finde es einfach geil. Auch vom Soundtrack im Hintergrund meistens. Überhaupt in Budokai 2 habe ich den Raum von Geist und Zeit immer geliebt. Wenn ich jetzt trainiert habe oder Duelle gemacht habe, was auch immer, habe ich immer den Raum von Geist und Zeit genommen. Stimmt, jetzt haben die beiden einige Tage Pause. Natürlich können wir Cell besiegen. Was denkst denn du? Okay, aber hier haben wir etwas. Und das ist ziemlich sicher ein Dragon Ball, oder? Ah, Kohle. Welches Son Goku zur Polizei bringt. Hätte ich nicht gemacht. Okay. Das war derselbe Spot, wo wir... Okay, wir machen mal eine Kamera bekommen.
derselbe Spot, wo wir die Warp-Kamehameha mit Son Goku bekommen haben und wir nehmen die weitere Kamehameha liebend gerne mit. Gibt es hier noch etwas in der Nähe? Nein. Also, ab geht's in den Cell Ring. Das wollen wir noch sehen. Son Goku hat halt seinen Sohn in den Kampf geschmissen, wobei er nicht bedacht hat, was sein Sohn dabei denkt. Aber gut, wir werden Cell die Stirn bieten. Das wollen wir noch sehen, mein Freund. Habe ich die Virus-Herzerkrankung mitgenommen? Ich denke schon, dass ich die unabsichtlich mitgenommen habe. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass wir jetzt so viel Leben wieder verlieren. Oder es ist halt wieder so ein Level. Es kann alles sein, aber... es läuft ziemlich gut. Ich meine, gut, man kann auch gleichzeitig die Medizin bei sowas nehmen. Da nehmen wir noch etwas mehr Gesundheit mit, mehr Angriff und ja, noch mehr Gesundheit. Wenn man dann noch die Medizin gleichzeitig nimmt, verliert nur der Gegner Leben. Warum ist mir das damals in Budokai 2 gegen Kid Buu zum Beispiel nicht angefallen? Okay, jetzt musst du aber nur noch mehr wütend werden. Und wir bekommen Cell. Cool. So, das muss ich jetzt checken. Und ja, ich habe die Virus-Herzerkrankung mitgenommen, unabsichtlich. Soll ich sie dabei belassen? Nein. So, das Potenzial nehmen wir noch mit. Ah. Drauf geschissen auf die Meditation. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Aha, okay. Etwas zu Cell. Ist anscheinend doch nicht eine Kraft. Das ist aber jetzt nicht die Hauptstory, oder? Also Son Goku gambelt gerade hoch. Okay. Jetzt können wir aber weitermachen. Ich sehe jetzt nichts anderes im Hintergrund. Okay. Ah, C16 wurde jetzt getötet. Oder wird gleich getötet. Eigentlich der emotionsloseste Cyborg, der wirklich ein richtiger Cyborg ist, hat am Ende mit so wenig so viel Tiefe bekommen. Das war halt so ein heftiger Moment damals. Und damit hätten wir ihn. Den zweifachen Super Saiyajin, welchen wir nicht ausrüsten können.
Okay, das Design gerade von seinem Bild, was da war, hat mir jetzt nicht so sehr gefallen. Ich habe da schon Besseres gesehen. Okay, Cell geht jetzt auch all out. Stimmt, jetzt will er sich in die Luft sprengen. Okay, und Son Goku will seinen Fehler wieder gut machen. Son Goku hat im Anime gesagt, dass er seiner Mutter sagen soll, dass er sie liebt, denke ich. Und Cell ist wieder zurück. Und damit ist sein Vater etwas unnötig gestorben. Okay, aber wir haben jetzt die Vater-Sohn-Kamera und mein Ziel ist es, mit dieser auch zu gewinnen. Ob ich das aber schaffen werde, ist eine andere Sache. Man hat ja damals gesehen, gegen Kid Buu habe ich es auch nicht ganz geschafft mit der Super Genki-Dama. Das wirst du, mein Freund. Und das hat wieder geleckt. Haben wir die Vater-Sohn-Kamera mehr? Ja, wir haben sie. Jetzt müssen wir noch nur so weit nach unten bringen, dass wir ihn mit dieser one-shotten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen werden. Weg da! Okay, wir haben beide aufs Maul bekommen. Schade. Komm näher, komm näher. Okay, jetzt könnten wir einen Free Hit hinbekommen. Mal schauen. Ja, jetzt muss ich das jetzt auch noch schaffen. Komm. Nein, 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 wie konnte ich so reinscheißen? Er sollte aber nicht besiegt sein, oder? Okay, eine Chance haben wir noch. Und die möchte ich auch nutzen. Okay, komm, letzte Chance. Wenn er das jetzt abwehrt, haben wir denselben Spaß wie gegen Kid Buu. Komm. Die Stimme war kurz weg. Das hat er nicht abgewehrt. Okay. Puh, das war ja knapp. Und das war's mit Cell. Eigentlich sollte da jetzt nicht mehr rumliegen, sondern komplett weg sein. Aber egal. Wir haben es geschafft mit der Vater-Sohn-Kamera. Und da gehen wir jetzt noch etwas auf Abwehr und etwas mehr auf Angriff. Und ich denke, das sollte es mit Team Gohan schon gewesen sein, oder? Anscheinend doch nicht so perfekt. Und was bekommen wir jetzt noch zum Schluss? Ah, die super perfekte Form von Cell, okay. Warum auch nicht? Und damit hätten wir die Story mit Team Gohan in einem Part durch.
Genau, wir haben Cell besiegt. Son Goku ist leider gestorben und möchte auch nicht mehr zurückgebracht werden. Aber wird er für immer weg sein? Das ist die Frage. Wir haben auch jetzt Son Gohan freigeschaltet und mit ihm starten wir dann im nächsten Part. Also Leute, ich bedanke mich bei allen, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und somit sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann!